Jo, was geht ab, liebe Freunde? Heute geht's nach München. Heute geht's nämlich zum guten Kumpel, den Ronny vom Playcast. Und wir beide rocken München, denn wir werden bei der Neueröffnung eines Itemshops vor Ort sein. Und zwar ab 14 Uhr fängt's an. Das ist ein neuer Merchandise-Shop, der Comic-Sachen, Videospiel-Merchandise, Serie-Merchandise, Nerd-Kram eben. Jetzt in München verkauft und da wurde ich eingeladen mit einigen anderen Leuten und YouTubern, da werde ich mal reinschauen. Bin sehr gespannt, seht ihr mich? Ich mache mich gerade schick hier. Facebook kostet? Half-Life 2? Half-Life 2 oder Half-Life, Half-Life 2 oder Half-Life. Ja. Wie viel ist denn Half-Life 2? Was zahlst du? 5 Euro, ne? Ja. Dann lautet 2 dazu und dann 25 Euro. 25 Euro. Mach mal auf. Ich dachte, es geht nicht in den Stromschlag oder so. Ja, wäre zu schön gewesen. Ich hab mal den gefunden. Super Mario Socken. Schau wie mir. Monika freut sich. 5 Euro. Hast nicht 50? 5 Euro. Das ist ein Original. Socken von Mario und so. So, ich will nur sagen, ich habe richtig Bock auf Pizza Hut und ich habe schon lange nicht mehr bei Pizza Hut gegessen und deswegen gehen wir da jetzt unbedingt rein, bitte. So, wir sind jetzt gerade bei Pizza Hut, ich habe meine Pizza gegessen, war lecker und jetzt haben wir eine absolut geniale Mission. Wir möchten nämlich die neue Single von Menderes kaufen. Menderes Buddy, den Typ von DSDS, den kennt ihr, der hat eine neue Single draußen. Oh, nein. Musik ist mal live, die kaufen wir jetzt. Unsere Mission ist es, mit dieser CD ein Foto zu schießen, auf Twitter hochzuladen, Menderes Twitter-Accounts zu verlinken, sodass er uns retweetet. Das ist unsere Mission. Go! Okay. Was? Die nette Dame bringt uns jetzt Kaugummi. Nimm mir recht. Das kostet 1 Euro. 5 kostet extra, ja, dann gehen wir. Und heute Abend wollt ihr noch Spaß haben? Oder? Was ist das denn für eine Frage? Wollen wir noch Spaß haben? Die Kondome nehmen die auch, ja? Nee, die nehmen wir nicht. Haben wir. Kostet nochmal 1 Euro, da hat jeder von euch. Was, ein Kondom oder was? Aber nicht für uns zwei. Aber nicht für uns zwei. Und du willst aber auch noch was? Ich? Er hat gesagt, du willst auch noch was kaufen, deswegen kommst du zurück. Ach so, ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht... Du wolltest auch noch was Gesundes, Kaugummis zum Beispiel? Oder vielleicht doch den? Ich nehme ein kleines Schnäppchen. Ich nehme den. Oh, nice. Kann ja Wodka Brause haben, wenn du Interesse. Ja, der Itemshop war ein bisschen Enttäuschung, aber wir haben immer noch die Mission mit dem Menderes CD. Die fucking Menderes. Ja, unser Ziel ist jetzt, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr trinken und dann gehen wir nochmal rein.
Und dann kaufen wir sowieso was. Stimmt, so kaufen wir. Der freiwillig kommt. Ja, okay, hör mal zu, ich gebe dir 5 Schnäpse für 10 Euro. Nein. Da kommen sie super. Da kommen wir nicht, nicht mehr nach Hause, wenn ich jetzt. Hey, da kannst du heute Abend mal voll vorkommen, dann kann ich mir rum, ja, damit du nach Hause kommen kannst. Hey, ich habe gerade 1,50 gehört. Ja, 1,50 für 2 Euro. Jetzt halt mal eine 4. Was ist ein Krimmel? Ja, dafür musst du aber 2,50 hinlegen, weil das sind extra Schnäpse, die mit Dildo und Frachmischel und alles sind. Und Kondom. Kein Schnaps. Na gut, dann was für ein Ding willst du haben? Oh, danke. Guck mal, ich habe grün. Ja, fehlt ja noch eins. Gelb und rot. Ja, will ich einen roten. Beide rot. Achso, Nee, dann ist gelb. Gelb. Wir treffen uns dann heute Abend wieder, ja? Aber wie 5 Stunden Fahrt, woher? Wollt ihr noch auf ihren Boden bleiben? Ja, Odenwald. Aha. Unterschreibt mit Ronny? Nein, ich unterschreibe mit Ist mir egal, wie unterschreibt man. Heisenberg. Weil das ist Heisenberg. Guckt ihr an Breaking Bad von euch? Nee. Und ich glaube, die stand auf uns. Wir haben immer noch keine Menderes-CD. Aber wir haben jetzt ein Bier. Aber es sind so viele Sachen, die wir gar nicht brauchen. Diebstähle. Oberster, Rotblitzip, Camembert, Frischkäse mit Sahne, roten Paprika und roten Zwiebeln, abgeschnitten. Dazu Rotkopfbrot. Aber was? Spannfacke. Facke. Facke, Facke. Geil, Menderes CD. Aber ich muss doch mal hier sagen. Du willst sie kurz anhören? Ich komme mit dem Auto, bis wir die anhören, Alter. Ja, stimmt. Weil keiner von uns die Menderes CD kaufen möchte und sich keiner traut, müssen wir jetzt eine Münze werfen, wer zur Kasse geht. Wo vor der Zahl, Matthias? Ich nehme Zahl. Müsst Zahl? Also, wenn jetzt Zahl kommt, dann gehe ich. Dann gehe ich. Alter, ich bin so. Ja! Scheiße! Erst noch schnell vor, so, der Ronny möchte jetzt nämlich das Foto, was wir gerade aufgenommen haben mit Menderes, und zwar blende ich das hier ein, oder vielleicht auch nicht, jetzt bei Twitter hochladen, um es an Menderes zu retweeten, um dann darauf zu hoffen, dass Menderes das retweetet. Also, ihr versteht, was ich meine. Retweeten jetzt, reposten. So, so, Music is all live. Music is all live. Post. Ja. Jetzt haben wir die Menderes Maxi CD. Music is alive. I put my hands up in the air, waving.
So, der Tag heute in München ist vorbei. Es ist kurz vor 12. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und ich muss sagen, ich bin extrem müde, aber es war ein fantastischer Tag. München ist super geil. Eigentlich war unsere erste, also meine Mission ja, in diesem Itemshop zu gehen, wo ich eingeladen worden bin, aber das war eher ein bisschen voll, ein bisschen warm und auch gar nicht mal so geil. Obwohl der Shop ganz cool ist, muss ich echt zugeben, aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Das Coole war einfach mit Ronny durch die Münchner Innenstadt rumzulaufen und ein bisschen Sachen zu erleben. Und besonders halt unsere Mission mit der Menderes-Mission. Also wie gesagt, wir haben die CD Menderes mit den neuen Single Music Is My Life, die er veröffentlicht hat, gekauft für 5 Euro. Und wir wollten wirklich, dass wir ein Foto davon machen, wie wir diese Musik, diese CD in der Hand halten, das hochladen und auf Menderes-Account sozusagen beziehen, dass er es sieht und uns retweetet. Das war unsere Mission. Und momentan ist noch nichts passiert, aber wir haben zumindest die CD gefunden, wir haben die CD gekauft, wir haben die CD gehört. Hammergeil. Also Menderes, ich wüsste ja, wer Menderes ist vom DSDS. Generell war es einfach cool und ich freue mich jetzt nochmal umso mehr auf die Gamescom, weil das wird nochmal richtig geil. Also, tja, dann gehe ich mal. Ne?